Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Lang ist das her, aber jetzt spielen wir mal wieder eine Runde. Und wir sind hier unterwegs mit Horas, einem Magier, der hier auf, wie heißt es hier schnell, Daenerys, glaube ich, ne? Irgendwie so, wieder zurück möchte zu seinen Magierkollegen. Und ja, ich würde sagen, schauen wir uns da ein bisschen um, ne? Logbuch. Na, Seekarte baschen. Ich glaube, das ist, ja, Daenerys. Entschuldigung, nicht mit E, sondern mit A. Daenerys. So. Ja, mit Daenerys. Der Insel der Magier, auch bekannt als Donnerinsel. Jo. Ich habe ihn gleich mitgenommen. Ist ja quasi seine Heimat vielleicht. Vielleicht haben wir da einen Vorteil. Ein Teleporterstein, sehr schön. Nehmen wir gleich mit. Eine Spruchrolle. Irgendwie ist es hier leise. Ich muss kurz was testen. Warte hier. Warte hier. Wie du willst. Doch, das ist laut genug. Seitdem wir... Komm mit. Komm mit. Jawohl. Seitdem wir über den PC Netflix schauen, mein Freund und ich, ist sie irgendwie... aufnahmetechnisch ein bisschen was über den Haufen gegangen. Warte mal ganz kurz. Die Hintergrundgeräusche, also die Dingen sind ein bisschen leise. Früher war es immer so, dass ich das Ganze anpassen musste. Umgebungslautstärke, ich probiere es einmal so und so. Musik. So. Hat er das genommen? Ja. Passt. Fortsetzen. Ich probiere es jetzt einmal so, vielleicht ist es besser. Gut. Sonst wäre immer das Hintergrundgeräusch so. Ich habe vergessen zu schleichen. Jetzt stehle ich da einfach. Ich hoffe, dass nichts passiert, aber ich glaube nicht. Na gut. Alles klar, vielleicht ist das Häusl da sowieso leer. Grüß Gott. Rumbold. Haben wir mit dem schon gequatscht? Ich glaube schon, ne? Zeig mir deine Ware. Ja, ja, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Mit dem Graubart. So. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. So, mal kurz, speichern. So, dahin, dahin. Ja, bitte, weil, mitnehmen und so, ne? Hat hingehauen, Messer, nehmen wir auch mit. Ich bin ein bisschen Skyrim geschädigt. Jetzt habe ich immer Angst, dass da gleich geht. Ah, Diebstahl, hallo, Hilfe. Wenn man sich beim Schleichen blöd anstellt. So. Jo. Gut. Ah, was haben wir da? Apfel? Gold? Okay, das ist aufgestapeltes Gold. Das ist ein bisschen lästig. Da hätte ich das so gemacht, dass man es gleich sagt, das ist ein Goldstapel und fertig, ne? Hätte ich halt 5 verschiedene Goldstapelmodelle gemacht und passt. Du, da knurrt was. Und das ist nicht mein Magen. Liane? Eier? Ja, da kraxeln wir doch mal auf, ne? Schauen wir mal, was es da oben gibt. Wahrscheinlich brauche ich jetzt mein Äffchen oder so, ne? Was wir eh eigentlich haben. Aha, da ist eine Bufen. Und Goldmünzen. Kampfbüchse. Bin gerade gewillt, mein Äffchen freizulassen. Das soll sich mal da drin umschauen. Weil unten steht ja dieser Lagerheini, ne? Und wer würde denn schon ein armes, unschuldiges Äffchen hier da, ne? Verschlossen. Okay, da muss ich sowieso rein. Raus hier! Huch! Ich bin nur ein Äffchen. Ich sag es nicht nochmal. Kann ein Äffchen schleichen? Endlich. Du hattest deine Chance. Huch! Wo geht's jetzt raus? Da. Bin schon weg. Wie hat er mich denn jetzt erkannt? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Bin schon weg. Das war jetzt komisch.
Darf er mich überhaupt sehen? Altes Wissen. Vielleicht hätte ich gleich von Anfang an bei dem Fenster rein sollen. Ein Pokal. Leichter Goldsack. Löffel. Okay, egal. Hat die irgendwie hingehauen. Jetzt ist Schluss mit niedlich. Da bist Au. Du selbst schuld. Geht's dir gut, mein kleines Äffchen? Wie gibt's es, dass der mich hören kann? Ich hätte gedacht, das läuft besser mit den Affen. Leben tut er ja noch. Das ist echt komisch. Bauplan für Seelenring. Oh, da liegt unser Freund. Sieh zu, dass du Land gewinnst. It's Ducky, Dini. So, jetzt ist die Frage, ob ich jetzt überhaupt alles behalten darf. Ja. Habe ich jetzt die Pfeife und das alles bekommen? Ich hoffe. Blunder. Muscheln 4, ich habe keine Ahnung. Habe ich ja selber noch zusammengeklappt. Habe ich die Büchse, müsste ich noch haben, ne? Nom. Da wäre so ein alphabetisch Dingsordner nicht schlecht. Das Sortieren, so meine ich. Das ist jetzt, ich glaube, das habe ich versammelt eigentlich, ne? Da hätte ich mehrmals müssen rein, raus. Seelenring habe ich bekommen. Ja, ich hoffe, das passt so. Keine Ahnung. Ich las lieber nochmal, ne? Nicht, dass durch das Sterben vom Affen, warte mal, dass da nicht eventuell was passiert ist, ne? Laden, ja, bitte. Das schaffen wir schon. Das mache ich nochmal. Sicher. Bin gerade nicht sicher, ob das eventuell jetzt bei der Leiche beim Affen drinnen ist. Das wäre schlecht. Das wäre nicht gut. So. Und auch die Karte. So. Dann reden wir ein Stückchen weiter. Da hinten war jetzt ja noch Gold und nix. So, nochmal aufklauen. So, dass man Apfel und Banane nicht mitnehmen kann, ist komisch. Wäre ja Proviant, ne? Tja. Aber doch, geht. Ich hab's nur übersehen. So, passt. Apfel und Gold. Jetzt geht's. Passt. Muscheln nehmen wir nochmal mit. So, geht schon. Und nochmal rauf. So, rauf. So, gut. Geh ein Stück zur Seite, bitte. Danke. So, nochmal. Jetzt speichern schön brav und dann nochmal mit unserem kleinen Freund das hier probieren. So. Also. Komm her, mein Äffchen. So. Horuk. Wein. Komm, Zucker. Wein, Zucker, noch mehr Wein. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Das ist gar nicht so einfach hier bei den Fenster raus und so. Ist er weg? Und klau ich nämlich schon weiter. Dann haben wir hier Löffel. Eine Pfeife. Wein. Das ist halt die Frage.
ob ich hier runter kann. Schaut aber nicht schlecht aus. Schmiedehammer, Handspiegel. Haben wir hier hinten noch was? Oha! Käse und noch ein Bauplan. Herz des großen Jägers und ein Ring ist auch noch dabei. Cool. Das haben scheinbar die Ratten hier versteckt. Da ist ein Hammer. Meißel. Und Pfeife, wenn es jetzt geht. Jawohl. Kommt schon? Ja, ja, kommt schon. Hallo. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, ja. Das ist halt das Doofe, ne? Dass dieses kleine Äffchen hier nicht schleichen kann, ne? Nichts da, Kinini. Das ist halt echt ein bisschen doof. Na, Kleiner? Das ist echt doof, dass der nicht schleichen kann. Na, naja, egal. So. Irgendwie rauben wir den schon aus, das wird schon werden. So. Kann er auch langsam gehen, eventuell? Na. Sprinten kann er tatsächlich. Raus hier! Jetzt ist Schluss mit niedlich. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Da bist du selbst schuld. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. So. Dass es nicht so funktioniert, wie ich es gerne möchte. Na, dann lassen wir das, ne? Ich gehe nochmal rein, hol mir diese Baupläne und den Dreck und dann gehen wir weiter. Ist besser. Das kostet zu viel Zeit. Na los. Lade, lade. Lade, lade. So, also einmal geht's noch. Nehmen wir die Baupläne mit. Ich versuche auch gleich mich runter zu schleichen, unter Anführungszeichen. Das ist halt echt. Vielleicht mache ich nur was verkehrt, das könnte auch sein. Oder ich darf generell nicht mehr stehlen als wie drei Sachen. Ah, der Wald geht's. Aber ich glaube, jetzt hole ich raus. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Bin ich schon weg? Tch. Die Menschen, ne? Ganz schön neugierig, der Kleine. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich würde mal sagen, ich kehre mal zu meinem Ich zurück. Dann kriege ich die Sachen nochmal. Dann werden wir das mal speichern. So. Oder? Machen wir lieber ein Reserve-Ding, nicht dass ich was. Meine Güte! Nicht, dass ich was verkehrt mache, wollte ich sagen. Ja. Und nochmal. Dann holen wir unten noch den Zucker und den einen Bauplan nach Möglichkeit und gut ist. Würde ich sagen. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Wieso denn jetzt schon wieder? Spitzen wir das mal. So. Ist der böse Onkel noch da? Na, ich will den Hammer haben. Bitte. Hammer und... Na komm. Hüpf nach vor. Dann halt nicht. So. Die Pfeife auch noch. Passt. Handspiegel, Schmiedehammer. Ui, was haben wir denn da? Eine Schatulle? Ja. Nehmen wir auch mit. Ich glaube, der Handspiegel war sogar ein Dingsbums. Ein Schatz, ne? Fernrohr. So. Den Rest da drüben kriege ich leider nicht. Da habe ich, glaube ich, keine Meter.
Den Besen kann ich noch stehlen. Jetzt wäre es besser, wenn ich hier rausgehe. Bin schon weg. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, ja, bin schon weg. So, rauf hier. Und zu meinem Meister zurück. Ja. Na, Kleiner. So, das hätten wir mal. Gut. Sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal, was die Büchse kann, oder? Würde ich vorschlagen. Alt, was ist hier? Meißel. Aha, da oben ist ein Scavenger, glaube ich. Speichern wäre auch gut. Ja. Da. Gut. Kontrollieren kurz, ob auch wohl... Ob wir das Zeug wohl bekommen haben. Der Pokal. Die Schatulle. Haben wir sowieso welche gehabt. Ich hoffe, dass wir auch hier das mit dem alten Wissen irgendwie hier nutzen können. Piratenkodex. Die Baupläne, das müsste ich mal anschauen. Herz des Jägers, ja, okay, das haben wir schon. Das passt. Pfeife, wenn es gäbe. Hätten wir vier alles zusammen. Besen ist auch, ja, ja. Fernrohr müsste alles passen, normal. Müssten wir alles dabei haben. Was der Kleine stibitzt hat, wird schon stimmen. Ja, Schleichen brauche ich nicht mehr. So. Ich würde sagen, schauen wir uns doch mal das Schiff da drüben an, ne? Weil... Da ist eine Spruchrolle. Kristallfackel. Wasserfass. Ja, trinken wir mal was. Durstig sind wir immer. Ich meine, brauchen wir nicht, sind wir gesund, aber... Man soll schon die 3 Liter am Tag zusammenbringen, ne? Nicht auf einmal, sondern am Tag. Tja. Also trink mal einen Schluck. Tja. So. Sprinten können wir auch mal ein Stück. Brauche ich nicht so lange. Na du? Hallo, Kleiner. Klein? Gadi ist nicht klein. Der durchschnittliche Gnome ist 3,5 Fuß groß. Gadi ist 3,75 Fuß groß. Du bist ja riesig. Du bist wohl ein ganz Schlauer. Rumpold glaubt, ihr Gnome würdet ihn bestehlen. Kannst du mir was beibringen? Handelst du auch mit Waren? Du bist ein ganz Schlauer. Du bist wohl ein ganz Schlauer. Ja. Oh ja, Gadi hilft Meister Rumold manchmal beim Zählen. Hast du Lust auf ein Spiel? Warum nicht? Warum nicht? Famo, dann hör Gadi mal gut zu. Ja. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Wenn er einen Rum trinkt, wie viel hat er wenigstens noch übrig? Nix mehr? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Nix? Keinen? Doch, Homie. Er trägt ja einen im Namen. Rumold. Homie, verstehen? Ja. Immer im Zählen üben. Gut für Kopf und Goldbeutel. Was? Ja, ich versammle die Quest. Pech. Super. Okay, das ist... Ich bin schlecht in solchen Rätseln. Egal. Rumpold glaubt, ihr Gnome würdet ihn bestehlen. Jetzt ist die Frage, ob ich das schaffen muss oder nicht. Ich weiß es nicht. Muss ich das schaffen hier für einen Ruf sozusagen? Um mich ihm gut zu stellen, dann müsste ich das jetzt nochmal laden. Lade ich halt nochmal. Bin eh schon geübt, ne? Ja. Scheißdreck. Ja. Das, ne? Das muss man halt auch wissen. Diese blöden... Wortspiele. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. So. Das war knapp. Hallo. Ich habe nichts mitgehen lassen. Nein, nein. Das hat nur so ausgeschaut. Wo ist der jetzt? Weg. Ich habe ihn weggepatcht. Weggepackt. Ich glaube, da kommt er. Du. Genau du. Hallo, Kleiner. Klein? Das hatten wir schon. Ja, dann machen wir es halt richtig.
Das ist ja unglaublich ganz schlau. Du bist wohl... Bla bla. Oh, hast du... Mit... Warum nicht? Sehr. Warum nicht? Famo, dann hör Gadi mal gut zu. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Einen. Einen? Richtig. Ja. Der trägt ihn ja im Namen. Immer im Zählen üben. Gut für Kopf und Goldbeutel. Ja. Rumbold glaubt, dass ihr ihn beklaut. Rumold glaubt, ihr Gnome würdet ihn bestehlen. Rumold ist großer Dickkopf. Du denkst also, er hat Unrecht? Ganz gewiss. Homies am Hafen sind unsere Kumpo, unsere Freunde. Hafendiebe bringen Gardis Rechnung durcheinander. Gnome würden Gardi das nicht antun. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Auch wenn Gardi kein guter Tief, Gardi kann dir trotzdem beibringen, wie man Dingi stiehlt. Gno sind von Natur aus gute Tief. Aber du solltest aufpassen, wenn du klaust von Menschen. Unter Gno ist es eine Ehre, nicht erwischt zu werden. Aber Menschen mögen das gar nicht. Aber das sollte dich nicht aufhalten, Humi. Na dann, handelst du auch? Handelst du auch mit Waren? Tredo, jip jip, Humi. Okay, dann würde ich sagen, handeln mal zuerst. Lass uns handeln. Der hat Bomben. Ja, die kann man immer brauchen. Ein Dreispitz. Ein Hemd. Gibt da eigentlich nicht wirklich viel, ne, was ich hier brauchen könnte, oder? Was könnte ich denn verkaufen, blundermäßig? Silberteller muss ich jetzt noch sparen, ne? Das hat der eine drüben gebraucht bei den Piraten, ne? In Kieler. Auf Kieler. Soll ich überhaupt irgendwas verkaufen? 5000 habe ich nur Goldmünzen. Keine Ahnung. Wichtig für Voodoo-Magie. Das möchte ich halt noch nicht hergeben, weil ich nicht weiß, ob ich es eventuell nicht doch brauchen könnte. Schwanzstachel eines Drachen. Rasiermesser scharf und können böse Wunden reißen. Ja. Das ist Schattenzepter. Das ist zu schwer für mich. Okay. Luchsfell. Ja, eh nix wissen. Von mir aus hier einen Bauplan kann er haben, weil da haben wir eh viele. Also zwei, ne? Das ist zu viel. Ein alter Bierkrug. Ich würde sagen, bis auf einen. Von mir aus. Gabel bis auf eine von mir aus. Halt, so. Schädel von mir aus auch bis auf einen. Ich will immer ein bisschen was zurückbehalten für den Fall, dass ich was questmäßig brauche. Ich meine, normalerweise ist im Regelfall einer eh zu wenig, aber ist ja wurscht. So. Gott sei Dank kann man hier Sachen mitschleppen, unbegrenzt. Zum Jadeschnitzen ein Meißel. Okay, da muss ich aufpassen. Kaum benutzt solider Meißel. Da kann ich zwei vielleicht und eine Schreibefeder und vielleicht zwei, drei Pfeifen weg da. So, ja, Besen nehmen wir auch drei weg. Ja, bitte. So, ich glaube, das ist schon gut. Hammer von mir aus kann er auch fünf haben. So, Fernrohr kann er auch haben. Handspiegel kann er auch einen haben. Schmiedehammer haben wir auch sechs, Alter. Da kann er auch einen, fünf meine ich, haben. So. Gut. Dietrich habe ich nur mehr drei. Da werden wir jetzt auch was kaufen. Kaufen bitte Dietrich. So. Ja. Handel akzeptieren. Passt. Bring mir was bei. Bitte. Bring mir was bei. Was möchte Homie wissen? Weiß ich noch nicht. Das kommt von was du kannst. Banzerknacker. Kein Schloss ist vor deinen geschickten Fingern sicher. Dein Schlösserknacktalent steigert sich um plus 10 pro Stufe. Und Meisterdieb. Dein Taschendiebstahltalent steigert sich um 10 pro Stufe. Geld hätten wir genug. Warum nicht, oder? Ich bin noch nicht gut genug. Ach so, Fingerfertigkeit fehlt. Geht dann das? Ich will ein besserer Taschendieb werden. Das ist nicht schwer, Homie. Du bist echt kacker in Tief. Wichtig ist, dass du dich auf die Dinge konzentrierst, die viel wert sind und nicht vermisst werden. Du kannst versuchen, das Gewicht, das du klaust, mit etwas anderem zu ersetzen.
So, dass Opfer nicht merkt, dass etwas fehlt. Diesen Trick hat Gadi von seinem Gno-Papa gelernt. Gno-Papa? Das ist ja süß auch noch. Fingerfertigkeit 60 würde ich brauchen. Dann könnte ich das auch noch lernen. Unos Momentos. Charakter. Da. Fingerfertigkeit da. 50-2 würde ich brauchen. Also Ruhm hätte ich mehr als genug. Ich könnte mir das schon erlauben, ne? Ja, ich erlaube mir das jetzt einfach mal. Ja. Das... Ja. Ja. Wie konnte ich das bestätigen? Ich habe alles vergessen. Ach ja, brauche ich nur so drücken. Ja, bitte. Das passt so. Halt, bleib stehen mal kurz, Freund. Ich will das noch lernen von dir. Bring mir was bei. Bring mir was bei. Dann habe ich das schon mal erledigt. Was möchte Homi wissen? Ja, Panzerknacken. Ich möchte besser im Schlösserknacken werden. Bitte. Okay, Homi. Der Trick ist ganz einfach. Zuerst musst du wissen, wie ein Schlüssel genau funktioniert. Schau dir das Schloss gut an und versuche dir im Kopf vorzustellen, wie der Mechanismus aussieht. Dann gehst du Stück für Stück an die Sache heran und hebelst den Mechanismus aus. Gadi glaubt an dich, Homi. Danke. Sehr fein. So, hätten wir das auch. Dann will ich mal zum Schiff hinschauen. Das schaut cool aus. Hier. Ah, was haben wir denn da? Aha, das würde schon klappen. Warte. Das werden wir auch sofort speichern. Was ich habe, habe ich fertig, würde ich sagen, ne? Also auch vom Lernen her. Ich möchte sowieso, wenn es möglich ist, alles lernen. Also passt schon. So. So und so. Jawohl. Grog und Schrott. Nehmen wir alles mit. Das sind die bei den Gezeitenweisen. Da vorne. So ein magischer Beschützer gegen Unwetter und so. Kadett. Such dir wen anders zum Reden. Ja, dann halt nicht. Geh halt weiter, bitte, wenn du nicht willst. Hallo, lebt hier oben jemand? Ja, da drüben trainiert jemand. Cool. Das ist cool. Ein bisschen asiatisch dabei, ha? Kampfkunstmäßig. Servus, Kadett. Ja, grüß Gott. Wir haben hier ein Kapital. Hey, ja? Moment mal. Ja. Neron, ja, locker bleiben. Ich bin ja gleich wieder weg. Du bist also der wichtige Mann hier an Bord. Lass dein Schwert stecken, Büschchen, sonst wirst du es bereuen. Ich bin gleich weg. Locker bleiben. Ich bin ja gleich wieder weg. Ich habe den Auftrag, auf die Galeere der Magier aufzupassen. Und deine Visage kenne ich nicht. Obwohl... Du bist doch der Kerl, der kürzlich hier im Hafen angeschippert kam. Ja, richtig. Du kommst von weit her, was? Erzähl mal, wie ist die Situation da draußen? Das ist so ein berühmter Spruch, ne? Gothic 2 auch, als wir da im alten Lager waren, ne? Wie ist die Situation da draußen? Die Orks haben uns umzingelt. Erzähl mal, ne? Also, das sind zwar keine Orks, aber eine Flotte von Geisterschiffen macht die See unsicher. Schönes Schiff hast du da. Das ist draußen los. Du hast das schönste Schiff von allen. Eine Flotte von Geisterschiffen macht die See unsicher. Ja. Oh ja, habe ich auch schon gehört. Das ist übel. Zum Glück sind sie hier noch nicht aufgetaucht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Kann schon sein. Dann müssen wir eben kämpfen. Schönes Schiff hast du da. Schönes Schiff hast du da. Es ist nicht meins. Es gehört den Magiern. Okay, aber kannst du es auch führen? Natürlich, sonst hätten sie mich bestimmt nicht mit einer solch ehrenwerten Aufgabe betraut. Was müsste man machen, um dich dazu zu bringen, mit der Galeere hier auszulaufen? Ja. Was müsste man machen, um dich dazu zu bewegen, mit der Galeere hier auszulaufen? Um dann was zu tun? Die Flotte der Geisterschiffe aufs Korn zu nehmen. Du spinnst wohl. Ich habe meine Befehle. Solange mir keiner etwas anderes befiehlt, bleibt die Galeere, wo sie ist. Ja, ja. Und wer gibt die Befehle? Immer der Stärkste. Und das sind im Moment zweifelsohne die Magier. Könntest du da nicht mal eine Ausnahme machen? Niemals. Niemals. Gut, das hätten wir auch geklärt, ne? Niemals. Gut. Ja,
Elegant. Aber ich denke, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn es mir jetzt nicht zu viel Seele kostet oder wie auch immer. Ach, auf Scheiß auf die Seele. Ich werde wahrscheinlich Dämonenjäger werden. Das ist halt schon eine coole Klasse. Das ist halt spezifisch hier für Risen 3, würde ich sagen. Magier kannst du ja immer irgendwo mal werden, ne? Dann Dämonenjäger ist halt schon was Spezielles. Das würde mich eher interessieren. Gut, da hinten oben war, glaube ich, noch irgendwo ein Gebäude. Glaube ich. Und da oben, genau. Oder ist es jetzt nur ein Übergang nach außen draußen? Das könnte auch sein. Eine Beere für Proviant. Komm her. Wir werden es erleben. Dann können wir gleich mal testen, was der Magier hier so kann. Servus, da steht ja noch wer. Ja, guten Tag. Sieh an, ja. Ein Neuankömmling. Richtig. Du willst bestimmt zum Lager der Magier. Eigentlich will ich die ganze Insel erkunden. Ich will zum Magierlager. Ganze Insel erkunden. Ja, warum nicht? Ei, ich will zum Magierlager. Ich kann dich hinbringen. Oh. Hab eh noch ein paar Sachen dort zu erledigen. Du Bitte. Kannst dich natürlich auch alleine durchschlagen. Na, haben sie mir umso besser. Was hast du auf Taranis zu schaffen? Was hast du auf Taranis zu schaffen? Ich bin Wächter und kümmere mich um Neuankömmlinge. In diesen Zeiten braucht jeder ein wenig Führung und ich weise ihnen den Weg. Du rekrutierst also neue Leute? Hier sind auch andere Gemeinschaften willkommen. Solange sie den Magiern Respekt erweisen und nicht zur Inquisition gehören. Aber wenn du Interesse hast, Kadett zu werden, wir können immer eine starke Hand gebrauchen. Okay. Wie werde ich Wächter? Wie werde ich Wächter? Am besten du redest mit General Magnus. Du wirst dich aber erst nützlich machen müssen, bevor er in Erwägung zieht, dich aufzunehmen. Also frag ihn am besten nach Arbeit. Was habt ihr gegen die Inquisition? Was habt ihr gegen die Inquisition? Sie haben den falschen Weg eingeschlagen. Hm. Versteh mich nicht falsch. Ihre Motive sind gut. Früher gehörte ich auch einmal zu ihnen. Oh. Aber sie haben den Magiern den Rücken gekehrt und das ist ein großer Fehler. Was die Inquisition angeht, ist der Weg zur Hölle gepflastert mit guten Absichten. Okay. Bring mich zu den Magiern. Kannst du mir was beibringen, das zuerst? Kannst du mir etwas beibringen? Klar, aber umsonst mache ich das nicht. Das nicht macht mal niemand. Für Wächter. Von irgendwas muss ich ja auch leben. Na, hör auf. Aber das beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.